Hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe des Legenden-Talk. Diesmal nach dem Spiel, zweite Heimspiel, besser gesagt, hier in der Veltins Arena gegen den 1. FC Köln. So ein bisschen Bundesliga-Feeling war ja schon da, wenn man die Namen zumindest hört. Wenn wir über das Spiel sprechen, werden wir wahrscheinlich nicht viel von Bundesliga sehen. Oder habt ihr eine andere Meinung? Damit erstmal Hallo und Glück auf an unsere Legenden. Rüdiger Brandschiff und Klaus Fischer. Aber Moment, bevor wir loslegen, ganz wichtig erstmal Glück auch an alle Zuseher. Danke für die fleißige Unterstützung, für eure Kommentare, dass ihr uns da auch weiterhin schaut und empfehlt. Gerne weiterempfehlen, gerne abonnieren auf YouTube und natürlich die Glocke klicken, damit ihr nichts mehr verpasst. So, und jetzt seid ihr an der Reihe. Wie habt ihr das Spiel wahrgenommen? Ja, es haben zwei ehemalige Bundesligisten gegeneinander gespielt, aber in der zweiten Liga. Und ich muss ehrlich sagen, wir hatten in dem Spiel keine Chance, um das Spiel zu gewinnen. Weil der 1. FC Köln einfach besser war, das muss man sagen. Und ab kurz nach der Halbzeit stand schon 3-0 und da... Ja, das war das Spiel erledigt, auf Deutsch gesagt. Und wenn man sich die Tabelle anschaut, wir haben 4 Spiele, 4 Punkte, darfst du nicht hochrechnen. Weil das ist ganz gefährlich. Und wir haben ja nicht gegen Übermannschaften gespielt, wir haben gewonnen gegen Eintracht Braunschweig. Das wird der kommende sichere Absteiger sein. Und alle anderen Spiele... Dass in Nürnberg auch keine berauschende Mannschaft, die erst gegen Magdeburg 4-0 verloren hat und gegen Etihad FC Köln, der bis dahin auch nicht überzeugt hat. Und verlieren da. Und deswegen wird es ganz, ganz schwer wieder für uns, da unten rauszukommen. Das heißt ja ein Spiel in Karlsruhe. Dann kommt ein Heimspiel, weiß ich jetzt gar nicht, aber da stehst du schon wieder unter Druck. Und ja, ich habe vieles, hat die Mannschaft vermissen lassen, wo man sie erwartet hat, dass man hier gegen 1. FC Köln, dass man von der ersten bis zur letzten Minute um den Sieg spielt. Aber das war schon ganz früh erledigt. Und das gibt mir schon zu denken, muss ich ehrlich sagen, weil wir aber nach vorne auch keine großen Aktionen gehabt in der ersten Halbzeit. Und was da in den nächsten Wochen auf uns zukommt, da bin ich gespannt. Habt ihr da alles gesagt? Ich weiß immer auch nicht, wie ich immer anfange, aber du erzählst das immer so schön, ne? Ja, da weiß ich gar nicht, ich habe so einen Plan im Kopf gerade gehabt. Ja. Naja, auf jeden Fall war es also, ich glaube auch der Klaus hat recht gehabt, wir haben am Anfang aber nur die ersten 10 Minuten haben wir so ein bisschen mitgehalten und dann sind wir irgendwie doch im Tal runtergefallen irgendwie, aber komplett runtergefallen. Ich fand mit Abstand von den Spielen, dass das das schlechteste Spiel war ein leichtes Aufgeben, würde ich mal sagen. Ja? Und vielleicht nur eins, also was mir wieder aufgefallen ist, ist einfach, wenn man gegen solche Mannschaften spielt, ich habe jetzt mal so ein bisschen durchgeguckt, wie alt ist die Mannschaft von Köln, ist die vielleicht doch jünger, oder viel jünger als unsere Truppe, die ist viel jünger als unsere Truppe. Wir haben viel, viel erfahrene Spieler drin, aber das habe ich leider nicht gesehen. Die Jungs aus Köln haben richtig gut gespielt. Die haben unsere Jungs schön locken lassen und meiner Ansicht nach auch, war das auch meine Ansicht, war ein Fehler. Du musst hier im Stadion enger zum Mann hingehen, die schneller stören. Und nicht warten, anlaufen und dann spielen die Doppelpass und bupp, waren die weg. Und das ist mir aufgefallen, das hätte man auch in der Halbzeit vielleicht noch ändern können. Aber das ist ja das, was alle Mannschaften gegen uns spielen. Die spielen einfach Fußball besser als wir. Und das irritiert mich, ja. Also das ist das Einzige, was mich irritiert. Und auch, dass die Spieler nicht...
nicht so richtig, meine Güte, das Stadion ist doch voll. Weißt du, das ist doch, da gehe ich doch ganz anders hin, als wenn ich hier 5.000 hätte. Das Stadion ist voll, die Leute waren alle begeistert. Jeder hat es gedacht, dass wir Köln weghauen. Und dann fangen wir auf einmal an, nach 10 Minuten an, komplett Fußball aufzuhören. Das heißt, wir haben komplett aufgehört, mit Fußball zu spielen. Und das hat mich irritiert. Ja? Und dann haben wir natürlich auch meiner Ansicht nach taktische Fehler gemacht, ein bisschen in der Aufstellung. Die rechte Seite, das hätte also meiner Ansicht nach sehen müssen, der Trainer, dass auf der rechten Seite gar nichts passiert. Die rechte Seite war eigentlich tot von Anfang an. Hamasch oder wie? Ja, ne? Hamasch. Ja, also tut mir leid, also der Junge, der spielt nur mit 10 Mann. Ja, und das ist das Thema. Wenn du aber einen hast, der vorne spielt und nichts macht, ja, dann muss ich doch mir als Trainer auch mal langsam überlegen, aber der macht nichts, dann schmeiße ich den raus und hole einen anderen rein und bringe einen anderen. Ja, aber ich warte nicht noch so lange bis zur Halbzeit. Bis dahin waren wir schon 2-0 in Rückstand gewesen. Also das muss ich dann schneller sehen. Entweder traut der Junge sich nichts zu, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist doch nicht Bundesliga-fähig. Das tut mir leid. Das hat mit der Bundesliga, auch mit der zweiten Bundesliga, nichts zu tun. Gar nichts. Einen Ball zu nehmen, 2 Meter zu laufen, abzuspielen, stehen zu bleiben, nichts zu unternehmen. Wenn ich da außen spiele, muss ich mal was probieren. Ich weiß nicht, welche Aufgabe die dem geben. Entweder soll er nur die Seite zumachen, ich weiß es nicht, aber dass er ein Spieler, der nach vorne gehen soll. Und das hat mich ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss ehrlich sagen, vor dem Spiel haben wir gesprochen über den 1. FC Köln. Sag ich, tut mir leid, aber ich kenne keinen Spieler vom 1. FC Köln. Außer Dean Heinz, der bei Kaiserslautern mal gespielt hat, der nur laue Bälle nach vorne schlagen kann. Aber sonst kenne ich keinen Spieler vom 1. FC Köln. Ich glaube auch nicht. Auch wenn die hier gewonnen haben, dass die 1. FC Köln eine große Rolle spielen wird in dieser zweiten Liga. Glaube ich nicht. Und wir, bei uns ist das große Problem, dass wir Leute im Spiel haben, die sich nicht zutrauen. Entweder gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, entweder sie trauen sich selber nicht zu oder wir sind nicht in der Lage. Die sind nicht in der Lage. Weil wir haben ja kaum Chancen herausgearbeitet. Erste Halbzeit gar nicht. Da in der zweiten Halbzeit war das eine oder andere, ja, abseits, nicht abseits. Und zwar, aber das ist einfach für ein Heimspiel. Hab ich auch gesagt, wieder volles Haus. Das ist einfach zu wenig, was da von der Mannschaft kommt. Und ich sehe auch keinen oder niemanden drin, der mal sagt, komm, jetzt geht mal nach vorne, jetzt gehen wir mal drauf. Und wenn ich den Gegner spielen lasse, wenn ich erst angreife, wenn der am Ball ist, ist es zu spät. Und ich habe, manchmal hat sich ja unterhalten, ich habe gesagt, man muss spielen lesen können. Wo kommt der Ball dahin? Und da muss ich drauf sein. Und da muss ich im Zweikampf. Und da muss ich sehen, aber ich habe da nichts gesehen. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, also ich 4 Punkte jetzt nach 4 Spielen, da kann es nicht sein, weil die Gegner nicht überragend waren. Jetzt sprechen ja viele von diesem berühmt-berüchtigten Umbruch und Aufbau und es dauert alles ein bisschen länger, haben wir glaube ich auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Ja, aber wo ist jetzt das Problem? Ist der Trainer das Problem, dass er die Mannschaft nicht richtig einstellt? Sind die Spieler das Problem, die nicht richtig das umsetzen können? Irgendwo muss ja ein Problem sein. Oder sind es die falschen Spieler? Das von allem ein bisschen, glaube ich. Ne? Aber ich glaube nicht, dass der Trainer die Mannschaft schlecht einstellt. Aber was mich irritiert bei ihm, ist einfach das, wenn ich oben auf der Tribüne sitze und ich gucke da runter und sehe, dass ein Spieler nichts macht, dann hole ich ihn runter. Es tut mir leid, dann lasse ich ihn nicht bis zur Halbzeit weiterspielen. Ja? Dafür ist die Mannschaft zu gut gewesen von Köln, die haben zu viel Druck gemacht und du warst auch schon 2-0 in Rückstand. Also wie lange soll ich denn warten? Ja? Und das ist das, was ich einfach glaube, dass ich weiß auch nicht, warum wir auch hinten wieder ausgewechselt haben. Ja? Warum ist da diesen Sanchez da nicht spielen? Warum? Ja, warum lässt er pausenlos für mich total katastrophal gespielt, fand ich es, war dieser Bachmann.
Ja? Der spielt vor Seguin und Seguin soll das Spiel machen. Das kann doch nicht sein. Man muss doch mal sehen, im Spiel sehe ich doch, dass der Seguin hinter ihm steht, also hinter ihm und der vor ihm. So, jetzt kriegt der den Ball, aber weiß gar nichts mit anzufangen. Da muss ich doch mal irgendwann sagen, oh, Mann, das stimmt doch irgendwas nicht. Hör mal, du musst weiter zurück, der Seguin muss vor. Entweder will er das so machen, Seguin, aber das bringt uns so in der Art und Weise, wie er jetzt spielt, nicht weiter. Das muss man einfach so sehen. Denn da ist der Weg von dem, wo er steht, bis nach vorne viel zu weit. Ja? Und es kann nicht sein, dass ein richtig Defensiver, vor einem Offensiven steht. Das muss man sehen und das muss man abstellen. Da muss man sagen, Seguin, komm ab nach vorne. Du musst weiter, du musst das Spiel machen. Ja, und das haben wir letztes Mal schon auch fast wieder so das Gleiche. Ja, und das geht in meinem Kopf nicht rein. Also da muss auch irgendeiner auf der Bank mal sagen, aber das stimmt doch was nicht. Wir kommen doch gar nicht nach vorne. Die Kölner, die haben es richtig gut gemacht, wie der Klaus auch gesagt hat. Die haben kombiniert, kommen lassen, angespielt, weggegangen. Und haben auch ihre Chancen toll ausgenutzt, das muss man einfach sagen. Auch bei dem ersten Tor, bumm, klatscht sofort rein. Ja. Beim zweiten Tor war wieder auf der linken Seite, waren wieder ein Durcheinander hinten. Ja. Wo ich die linke Seite jetzt noch nicht mal so schlecht gesehen habe. Ich fand die rechte Seite ganz, ganz komisch. Also da kam gar nichts. Auch noch niemals in der zweiten Halbzeit, als sie groß ausgewechselt haben, hier. Aydin war ja dann nachher reingekommen, aber da war ja, aber kam ja auch nichts. Also irgendwie. Wir kamen über außen, was wir eigentlich die letzte Zeit schon ein bisschen besser gemacht haben, überhaupt nicht mehr durch. Und das darüber müssen wir mal nachdenken. Also, wenn man heute die Presse liest, ein aussortierter Spieler ist der beste Mann. Und das war der Mohr. Aber ja. was hat er gemacht, Herr Mohr? Er ist ja kein alter großer Fußballer, aber er hat Gas gegeben. Er ist steil gegangen, er wurde steil angespielt und so weiter. Aber wenn das immer nur einer macht, das ist ja viel zu wenig. Da müssen alle beteiligt sein, die mal ein bisschen was riskieren müssen. Aber das siehst du nicht. Und deswegen wird es für mich eine Saison werden, dass wir nicht absteigen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir müssen versuchen, es sind ja viele junge Spieler da, wenn ich dann früh genug gesichert bin und so weiter, dass ich den einen oder anderen jungen Spieler einsetze. Wir haben Dengio, der ist 19, haben junge Spieler. Und mit den jungen Spielern muss ich sprechen. Ja, pass auf, die trainieren bei uns mit. Ihr kriegt die Chance, überhaupt bei uns mit zu trainieren. Und eins sage ich euch, wenn ihr im Training und im Spiel nicht marschiert, ohne Ende, weißt du, wo ich euch dann hintrete? Da trete ich euch in den Arsch. Weil so eine Chance kriegst du nirgendwo als ihr. Aber das sehe ich. Das sehe ich zu wenig. Und ich hoffe, dass sie in der Lage sind oder dass sie das machen, dass den einen oder anderen Jungen mal eine Chance geben. Weil die anderen kenne ich sowieso. Und wenn von den anderen nichts kommt, ja, dann muss ich mal probieren. Wobei man aber auch sagen muss, die U23 hat gestern auch ordentlich verloren, ne? 4-0, waren auch einige, die eigentlich für die erste Mannschaft im Training vorgesehen sind. Ich habe das gesehen, ich habe es auch nur gelesen. Ja. 4-0 verloren gegen Düren, oder? Düren haben sie davor verloren. Köln? Ja. Düren haben sie davor gewonnen. Ja, das kann ja nicht sein, oder? Ja gut, aber das ist ja das. Aber ich glaube auch, dass bei der U23 das Problem anders liegt. Das ist natürlich, die können jede Woche müssen die eine neue Mannschaft spielen lassen, weil die sagen, die von der ersten Mannschaft kommen jetzt wieder und. Also die Jungs können sich da gar nicht einspielen, finde ich. Und das, glaube ich, ist ein großes Problem bei der U23, was sie im letzten Jahr nicht hatten. Die hatten da eine Stammmannschaft gehabt, da kamen vielleicht immer nur einer oder zwei rein. Aber jetzt müssen die ja immer drei oder vier auswechseln und müssen die auch spielen lassen. Weil wenn Manga sagt, ja, lass die spielen, die müssen Spielpraxis kriegen, ist natürlich für so eine U23 auch dann nicht gut. Aber wie gesagt, also ich sehe jetzt hier zurzeit ein Riesenproblem, weil ich einfach glaube, dass wir
nicht dran glauben, dass wir irgendwas Großes schaffen können. Ja? Und das ist das muss in den Köpfen rein, was ich immer gesagt habe. Du musst probieren, Siege zu holen. Und das muss in den Köpfen rein. Du musst mit denen reden und sagen, Jungs, wir dürfen hier gegen Köln nicht verlieren. Egal, ob Köln gut oder schlecht ist. Wir müssen einfach Köln ihr Gas geben, dass wir hier sagen, wir wollen Köln schlagen. Aber ich habe immer den Eindruck, wir fangen 10 Minuten gut an und dann fahren wir wieder in unseren alten Trott. Ja, keiner ist beim Mann, alle laufen weg, keiner will einen Ball haben, vorne die Jungs bewegen sich zu wenig. Ja, und dann fallen die alle so in so, langsam geht das so in so einen Trott rein, wo du den Deckel drauf machst und dann ist Ende. Und das irritiert mich. Und das muss meiner Ansicht nach mehr von der Bank kommen, dass die Bank sich da mehr einschaltet, mehr Theater macht und mehr sagt und. Wenn ich da jetzt rechts einlaufen habe, dann bin ich als Trainer, sitze da unten, da muss ich sagen, lauf mal los, was ist los? Dann brauche ich dich hier nicht. Ja? Also irgendwie muss da muss auch ein bisschen Explosion sein auf der Bank. Finde ich, das ist alles mir zu ruhig. Man guckt immer nur, guck. Ja, man sieht dann aber auch den einen oder anderen Fehler nicht. Und das finde ich ganz schlimm. Und das ist die Situation, wo ich ja gesagt habe, da muss man aufpassen, ja, dass wir nicht in so einem Tal reinfahren, wo keiner mehr guckt. Ja, und das ist das Wichtigste, aufzuwecken, Spieler zu sagen, hör mal hier, hallo. Weil untereinander hat der Klaus ja recht. Ist ja keiner da? Auch Karaman als Kapitän ja nicht. Ja, den siehst du ja eigentlich viel im Spiel auch viel zu wenig. Statt mal irgendwas zu sagen, ich beobachte den ja auch. Das ist ein Kapitän, da muss ich auch mal was sagen. Hör mal, du komm, hör mal, Bachmann, geh du zurück, lass ihn noch vorspielen. Was willst du denn da? Das ärgert mich. Und das ist das immer was ich eigentlich von außen erwarte auch, dass die ein bisschen mehr mitgehen, ja, dass die ein bisschen mehr an der Bank stehen und sagen, hör mal, Junge, das geht so nicht. Aber es ist doch so, es trainieren ja zwischen 20 und 30 Leute, die trainieren ja jeden Tag mit. Da sind junge Leute dabei und denkt zurück. Einige junge Leute, die bei uns aus der Jugend gekommen sind und dann im Mannschaftstraining teilgenommen haben, da flogen die Sätzen. Den Namen brauche ich gar nicht mehr erwähnen. Und das sieht ja auch ein Trainer. Aber ich spiele immer die gleichen. Und von den jungen Leuten bietet sich keiner an. Warum nicht? Das muss doch Gründe geben. Wir haben es ja gesehen, in Gütersloh teilweise gute Fußballer dabei. Aber das alleine reicht ja nicht. Und eins gegen eins siehst du gar nicht. Dass einer sich durchsetzt im 1 gegen 1, ein Dribbling vorbeikommt oder durch Tempo geht, siehst du nicht. Ja, und das haben die Kölner viel besser. Solange das nicht kommt, wirst du gegen schwache Mannschaften wird's kein Problem sein, aber gegen einen relativ guten Gegner wirst du Probleme kriegen. Und das war gestern der Fall. Also, Länderspielpause kommt jetzt wahrscheinlich zum rechten Zeitpunkt, um noch ein bisschen wieder Form reinzukriegen und eine bessere Abläufe zu machen. DFB-Pokal-Auslosung war übrigens kein Heimspiel leider in Augsburg. Ja, aber die Augsburger, wo haben die 4-0 verloren? Heidenheim, Tabellenführer. Die Heidenheim, Heidenheim ist Tabellenführer. Ja, ja, da muss man sich ja wirklich fragen. Und die haben noch gut die besten Leute abgegeben. Ja. Ja, und die sind Tabellenführer. Was ist da los in diesem Verein? Und ja. Augsburg, da brauchst du auch keine Angst vor. Aber wir als Schalke ein bisschen mitspielen, da reicht hinten vorne nicht. Ja, da muss was kommen, von jedem einzelnen Spieler. Da kannst du gegen Augsburg ja auch. Ja, warum sollst du gegen Augsburg da nicht weiterkommen? So toll sind die nicht. Verflixte zweite Runde, sage ich nur, da sind wir ja, Pokal, ein bisschen gescheitert, ja. Ne, die letzten Jahre. Ja, aber ich glaube, Pokal ist schon schwierig da. Also, das sehe ich schon was schwierig. Ich glaube nicht, dass du da was holen wirst. Also, da kann ja, ich nicht. Aber man weiß es nicht. Aber also wie wir zurzeit spielen, sage ich mal, ist es sehr schwierig. Aber man hat ja jetzt hier die Pause. Vielleicht spielt man sich da noch ein bisschen ein.
Nur ich finde, man muss jetzt langsam, Gerrit, muss jetzt mal eine Mannschaft finden, die er spielen lässt, auch in der Abwehr. Du kannst nicht pausenlos den einen raus, den anderen rein. Diese Absprachen fehlen mir einfach so ein bisschen. Die Kölner haben auch diesen Pauli da, der habe ich jetzt gesehen, der ist 19 Jahre alt, den schmeißt er rein. Der hat aber auch sehr gut gespielt. Ja, aber da muss doch irgendwo, wir müssen doch auch ein bisschen Risiko gehen. Wir können doch nicht pausenlos sagen, jetzt müssen wir den rausnehmen, den rein, den raus, den rein. Ja, das ist nicht. Du musst eine Mannschaft finden und die Mannschaft muss jetzt mal durchspielen. Die müssen auch mal zwei Spiele durchspielen und nicht immer wieder abwehrmäßig oder mittelfeldmäßig. Im Sturm haben wir ja keine großen Alternativen jetzt. Und sag ich mal, mit Mohr, wie du gesagt hast, ich finde den Mohr zurzeit, also mit einer der besten Spieler, die wir haben hier zurzeit. Und das ist schon, wenn ich den Mohr im Gegensatz zum letzten Jahr gesehen habe, habe ich nur auf ihn geschimpft, aber in diesem Jahr muss ich auf ihn auch mal sagen, dass er bis jetzt ganz gut gespielt hat. Ja, aber dass die anderen das nicht sehen, die wissen auch, wie so ein Mohr stand. Wissen ja. Dann hat er, so wie man gelesen hat, auch im Training, in der Vorbereitung, Gas gegeben, auf einmal spielt er, auf einmal ist er einer der besten Spieler. Ja, wo bauen die anderen denn? Gucken die nicht? Oder werden die nicht drauf hingewiesen? Hallo? Und das geht. Und der macht und tut. Er arbeitet. Ja. Wir wollen ja nicht nur Negatives sprechen oder nicht ganz so Positives. Wir haben vielleicht so eine nahe Zukunft oder vielleicht finden wir ja heute schon ein schickes Thema. Nette Geschichten, die ihr von früher vielleicht erzählen könnt, die ihr unsere Zuseher vielleicht etwas erhellen von ihrer Stimmung, wenn sie schon so eine 3-1-Niederlage einstecken müssen. Gibt es irgendwie eine Anekdote zum sehen wir nächsten Gegner? Karlsruhe kennt sie ja wahrscheinlich auch sehr gut. Habt ihr da irgendwas Lustiges, was Karlsruhe Schönes? Karlsruhe war mein Lieblingsgegner. Da habe ich immer viele Tore gemacht. Wahrscheinlich lag das an unserer Mannschaft. Und ich weiß nicht, wie Karlsruhe, also immer gekalt so. Und das wird aber jetzt nicht so sein. Karlsruhe wird Favorit sein gegen uns, klar. In Karlsruhe letztes Jahr, wir haben 3-0 verloren, glaube ich. Ja, ein schweres Spiel. Die haben gegen Braunschweig 2-1 gewonnen in Braunschweig, aber das spielt ja keine Rolle. Wir sind mit oben dabei. Und da wird auch wieder, für uns sind nur schwere Spiele. Und wenn wir es zulassen, dann wird uns der Gegner so viele Probleme bereiten, wo wir verzweifeln wahrscheinlich. Aber wenn wir das zulassen, nur wenn wir nicht richtig gegenhalten, die ganze Truppe, ohne Fehler, man hat auch Fehler gemacht, wo man vor lauter, der Mucki vor lauter Hektik, der den Ball weggehauen hat, ausgerutscht, mit Stammbein weggerutscht, Gegner kriegt den Ball Tor. Das darf auch alles nicht sein. Aber in erster Linie, das sind immer wieder beim Gleichen. In erster Linie, wenn ich anfange, dann muss hier, hallo. Wenn ich das nicht tue. Der Helmut Kremmer ist zu mir gesagt, der ausgerutscht ist dahin. Er sagt, hör mal, ich glaube, das letzte Mal ist mir das passiert, da war ich 10 Jahre alt. Mir ist das nie passiert. Und da habe ich gesagt, Helmut, das kann doch nicht sein. Doch, hat er gesagt, 10 Jahre alt war ich. Da bleibst du doch ruhig am Ball. Da hau ich doch nicht den Ball irgendwo, wenn weit und breit kein Mensch dabei ist. Also, überhaupt keine Not da war, so hektisch den Ball mit aller Gewalt wegzuhauen. Das ist so. Ja, aber wie gesagt, da muss man mal sehen. Also Pokal ist schwer. Also ich glaube, Pokal wird eng. Also ja. Wir sollen uns auch, glaube ich, nicht so auf den Pokal konzentrieren, auch wenn da viel Geld zu verdienen ist. Aber ja, aber das sind doch Chancen, um weiterzukommen, auch wenn es ein Erstligist ist. Weil die gehören zu den 4 Mannschaften für mich, die um den Abstieg spielen. Ja, das ist Kiel, das ist St. Pauli, das ist Augsburg und noch eine habe ich, noch eine Mannschaft, 4 Mannschaften sind da. Bayern München. Ja, also erstmal zur Hausaufgabe, wir sehen uns ja das nächste Mal nach dem Spiel gegen Karlsruhe wieder. Dann haben wir das Spiel Heimspiel gegen Darmstadt, da erwarte ich von euch eine lustige Anekdote. Also ja, Darmstadt ist das Gleiche. Der Trainer weg, ja, nach 2 Spielen, das soll ich auf Wiedersehen. Hier muss ich weg. So,
Ja, der Lieberwirt, der hat gesagt, lieber weg, ganz schnell hier, bevor ich noch Ärger kriege. Ja. Ja. Okay, dann danke ich euch erstmal für eure Zeit und eure Einschätzung. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Länderspielpause, erstmal ein bisschen ausruhen. Danke und Glück auf. Alles klar, Glück auf. Ja, Glück auf.